Was für eine Einladung. Wunderbar. Ich sehe, ihr habt es euch schon gemütlich gemacht. Ihr esst und lasst es euch gut gehen. Ich weiß nicht, was ihr dabei gedacht hattet, als die Gabi euch eingeladen hattet, warum ihr gekommen seid und warum viele ja gar nicht gekommen sind oder vielleicht auch gar nicht dran dachten. Heute geht es ja ums Einladen und es geht um Prioritäten. Zu Jesu Zeiten war es nicht anders als heute. Da war es so, dass es viele Leute gab, die sehr hoch von sich dachten. Die genau wussten, was sie im Leben leisten und auch vollbrachten. Und andere, die waren eher abgeschrieben und standen ganz unten in der sozialen Hierarchie. Jesus rückt den Menschen das zurecht. Er tut dies sehr anschaulich mit Gleichnissen. Und ein Gleichnis möchte ich euch jetzt vorlesen. Es steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als aber einer das hörte, das, was Jesus gesagt hatte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus, er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Zweite sprach: Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Soweit das Wort Gottes. Ja, Verbraucherschutz, das gab es schon im alten Israel. Ein Kauf galt erst als abgeschlossen, wenn die Käufer am Abend des Kauftages das Erworbene noch einmal in Augenschein genommen und geprüft hatten. Das ist ja auch gut so. Man muss schon genau hinschauen, wenn man einen Acker kauft. Das weiß jeder Landmann. Und wenn ihr ein Baugrundstück kaufen wolltet, ihr würdet euch das vorher doch sicher auch einmal ansehen wollen. Oder wenn ihr ein Haus kaufen wollt, ist ja sehr beliebt in diesen Tagen. Natürlich sieht man sich das vorher an und vertraut nicht den Werbebeschreibungen. Und man muss doch genau hinschauen, wenn man 5 gespanne Ochsen kauft. Jeder Autokäufer heute weiß, dass er nicht unbesehen einfach ein Fahrzeug mitnimmt, was ihm der Gebrauchtwarenhändler vielleicht anbietet. Und für den Landmann, da hängt seine ganze Existenz dran. Wenn die Ochsen nicht richtig ziehen, dann passiert nichts. Also man muss sich schon genau ansehen, was man erwirbt. Da kann man doch abends keine Einladung zum Festmahl annehmen. Zuerst muss man doch die wichtigsten Dinge in den Griff bekommen. Diese beiden Käufer haben sicher gute Gründe abzulehnen. Und erst recht derjenige, der jetzt mit seiner Frau zusammen sein will. Da wollen die Verliebten natürlich Zeit für sich haben. Ich kann nicht kommen, das muss genügen. Die 3 zum Festmahl Eingeladenen haben also ihre Prioritäten gesetzt, so wie wir das auch tun. Zuerst kommen die scheinbar wichtigen Dinge, das, was ich für wichtig halte,
und danach das andere. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, Land, Ochsen, Frau, in dieser Reihenfolge. Dann kann man damit auch ein wenig prahlen. Mein Haus, mein Auto, meine Frau. Mit meiner Frau prahle ich ja jeden Tag, immer wieder neu. Müsste man vorbeikommen. Schaut, was ich alles leisten kann und was ich mir geleistet habe. Prioritäten setzen, darum geht es. Wir lernen aus dem Gleichnis, dass die drei Käufer und Besitzenwoller aber ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Das liegt daran, dass sie die Bedeutung und Wichtigkeit dieser Einladung zum Festmahl nicht annähernd erfasst haben. Sie haben nicht einmal einen Hauch von Ahnung gehabt, dass sie vielleicht die völlig falschen Prioritäten in diesem Moment gesetzt haben. Es war doch selbstverständlich und klar, was sie taten, menschlich gesehen, wem oder was sie den Vorzug gaben. Und dennoch war es falsch. Ich muss mich und natürlich auch euch fragen, könnte es sein, dass ich in meinem Leben, in meiner Arbeit, ohne es zu wissen, ohne nur einen Hauch von Ahnung zu haben, die falschen Prioritäten setze und ausgerechnet da, wo ich am meisten überzeugt bin, dass das völlig richtig ist, was ich jetzt tue, das kann, so wie uns dieser Text lehrt, verkehrt sein. Es kann, das sagt uns dieses Gleichnis Jesu, es kann durchaus sein, dass du, ohne es zu ahnen, die falschen Prioritäten in deinem Leben setzt. Vielleicht sagen wir jetzt, ich doch nicht. Ich weiß doch Bescheid mit meinem Leben. Ich stehe doch mit beiden Beinen fest auf den Boden der Tatsachen. Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat, wo man sich den Most holt. Ich verstehe, mein Leben einzuteilen und zu ordnen. Ich weiß doch normalerweise, was richtig ist, was dran ist. Normalerweise. Und wenn einmal nicht? Das kann sein, sagt das Gleichnis. Dass du so fixiert bist auf dein Vorhaben, dass du gar nicht ein Gespür dafür hast, was Gott mit deinem Leben jetzt vorhat. Das sagt das Gleichnis Jesu. Es ist gut, wenn wir uns an dieser Stelle einmal verunsichern lassen und unser Leben in Frage stellen. Das ist nicht so ganz einfach, denn wir wollen ja eigentlich unser Leben nach Plan, so wie wir es geplant haben, so wie es seine Ordnung hat, wie es seine Richtigkeit hat und immer wieder so abläuft, wie es nun einmal ablaufen soll, nach den Meinungen der anderen und nach meiner eigenen Auffassung. Dass gerade das Selbstverständliche und Naheliegende jedoch falsch sein kann, lehrt uns das Wort Gottes. Denn wir sind Menschen, Menschen, die nie alles überschauen, denen Wichtiges womöglich entgeht, die unter Umständen ganz falsch urteilen und Dinge auch nicht richtig einschätzen. Es könnte sein, dass du und ich, dass wir daneben liegen. Ich habe eine liebe Tante gehabt, Tante Elli aus dem Ruhrgebiet, und die sagte immer, Hauptsache der Schornstein raucht. Das war so die Maxime, da konnte alles andere, war nebensächlich, das war die erste Priorität, Hauptsache der Schornstein raucht, das heißt, ich habe genug zum Leben, zum Essen, das Haus steht so, wie es steht und es geht mir gut. Der einladende Gastgeber hier im Gleichnis macht es ja auch relativ einfach, ihn zurückzusetzen und seine Einladung auszuschließen. Denn er schickt ja nur, wie wir gehört haben, einen einfachen kleinen Knecht vorbei. Er kommt ja nicht persönlich. Ja, wenn der persönlich gekommen wäre, das wäre schon etwas ganz anderes. Ja, vielleicht ergeht es uns, dir und mir, auch so, dass wir denken, wenn Gott etwas mit uns vorhat, ich will das jetzt einmal übertragen, wenn Gott etwas mit meinem Leben vorhat, dann muss er schon was Großes in meinem Leben anrichten. Dann muss er mit großer, machtvoller Stimme vom Himmel sprechen. Er muss vielleicht einen Riesen, am besten einen Engel vorbeischicken, der mir etwas zu sagen hat. Aber sonst auf die kleinen Dinge, auf die kleinen Menschen,
will ich ja nicht so gerne hören. Oder hört ihr etwa aufeinander? Das wäre ja jetzt die Übertragung, nicht? Wenn jeder von uns den Geist Gottes hat, die Liebe Gottes in sich trägt, sein Vermögen und seine Vollmacht als Königskind, dann sitzen wir hier in einem sehr vornehmen Staat miteinander und wir müssten aufeinander achten und hören und hier und da auch Weisungen für unser Leben, für dein Leben entdecken. Oder ist der oder die dir etwa zu gering, zu unauffällig, voller Fehler behaftet, eben nicht der Höchste? Aber Jesus hat es ganz klar gesagt, wer euch hört, der hört mich und wer mich hört, der hört auf den, der mich gesandt hat, also auf Gott höchstpersönlich. Das sollte uns als kleine Verunsicherung für unseren Alltag schon reichen. Aber es gibt mehr. Ich frage mich für mein persönliches Leben, ob es nicht tatsächlich eine ganze Menge verpasster Chancen gegeben hat, wo ich nicht auf jemanden gehört habe, der mir den richtigen Weg wies im Auftrag Gottes. Weil ich gesagt habe, was weiß der denn schon von meinem Leben? Was hat der mir schon zu sagen? Hat Gott mir überhaupt noch etwas zu sagen? Wie viele Möglichkeiten Gottes werden außer Acht gelassen, weil wir denken, das ist jetzt nicht dran, sondern eben mein Plan vom Leben? Ob wir einen großen Knall, einen Aufschrei erwarten? Wie setze ich meine Prioritäten? Schauen wir noch einmal in dieses Gleichnis. Das Haus des Gastgebers bleibt ja nicht leer. Es wird am Ende tatsächlich sogar voll. Es kommen diejenigen, auf die man nicht gewettet hätte. Die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden, die Lahmen. Und dann noch diejenigen, die ganz außen stehen an den Straßen und Gassen und Hecken und Zäune, so hat es Luther einst übersetzt. Eigentlich die nie eine Lebenschance bis dahin gehabt hatten. Sie kommen und sie sind zur Stelle, wenn es um die Wurst geht, wenn es um die wichtigste Entscheidung des Lebens überhaupt geht. Jesus nennt sie einmal die verlorenen Schafe des Hauses Israels, die eben nichts geleistet haben, auch für Gott nichts geleistet haben, die unten durch waren. Und dann die Völker, die noch weiter fernstehen von Israel, also die ganze Welt bis hin zu diesem kleinen Kaff Wülfrath, wo ja Gottes Stimme hoffentlich hineingekommen ist. Wieso kommen gerade die? Die Antwort ist ganz einfach. Die haben nichts zu verlieren. Und die haben alles zu gewinnen. Sie haben keinen Ochsen zu besichtigen, keinen Acker zu prüfen, die besitzen gar nichts. Und wahrscheinlich haben die auch gar keine gute Partie in Aussicht, denn wer will die schon? Und darum sind sie frei, der Einladung zu folgen. Undenkbar, die 5 gespannte Ochsen warten zu lassen. Ich könnte sie dabei verlieren. Wirklich undenkbar. Ich könnte etwas Besseres gewinnen. Wenn ich nur frei wäre, das Selbstverständliche loszulassen, die Prioritäten einmal ganz anders zu setzen. Ich bin überzeugt, ohne diese Freiheit kommen wir, kommst du, komm ich nicht in das Reich Gottes. Ohne diese Freiheit werden wir immer wieder einmal die wirklich wesentlichen Dinge des Lebens verpassen, weil wir uns so verlieren in diesen Kleinigkeiten des Alltags. Ich will es noch etwas persönlicher und konkreter formulieren. Das Gleichnis kann uns zunächst auf die grundsätzliche Priorität aufmerksam machen, dass es uns fragt, was steht überhaupt an erster Stelle deines Lebens? Was ist das? Ist das dein Besitz? Sind das irgendwelche Beziehungen, die du aufbaust, die dir wichtig sind? Ist es dein menschliches, irdisches Leben? Hauptsache gesund? Oder ist es nicht doch etwas ganz anderes? Ist es nicht diese Einladung Gottes, in seine Gemeinschaft zu treten und da glücklich zu sein und zu wissen, ich bin an dem richtigen Platz und dort, wo er mich hinsendet, welche Aufgaben er mir stellt, da
Das sind die höchsten und wichtigsten Aufgaben, die ich habe. Aber Jesus will uns nicht direkt an die Arbeit setzen. Er stärkt uns ja, wie ihr gemerkt habt, nicht? Ihr sitzt hier an dem Tisch. Er stärkt uns ja und gibt uns erst zu essen, schenkt uns Kraft für unser Leben. Aus dieser Kraft heraus kann ich leben. Wenn ich sie nicht habe, werde ich schnell ausgepowert. Habe ich sie aber, kann ich über Mauern springen, wie David das einmal gesagt hat. Tja, und dann schickt Gott diesen kleinen Knecht. Vielleicht hast du ihn schon erlebt. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten unter uns zum Glauben, zu der Beziehung mit Jesus gefunden haben. Wir feiern ja auch gleich das Abendmahl miteinander in dieser Beziehung mit ihm. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, diese Beziehung zu entdecken und zu leben. Aber wenn du sie schon hast, dann kann es passieren, dass in deinem Leben so etwas wie Routine einkehrt. Bei mir ist das schon sehr oft immer wieder passiert, dass der Glaube zur Routine wird, zu einer Angelegenheit, die man einfach so abfrühstückt und die so nebenher läuft. Ja, dann gehe ich eben sonntags noch zur Gemeinde hin oder gucke mir ein Video an oder irgendwie sage ich, naja, ich gehöre dazu, es ist klar und Gott wird schon 5 Grad sein lassen für mein Leben. Es geht ihn ja eigentlich gar nicht so viel an. Aber das ist ganz und gar nicht so. Gott lädt dich immer wieder ein zu seinem Fest, zu seinem Mahl, zu seiner Gemeinschaft. Er will mit dir ins Gespräch kommen. Dies geschieht im Gebet. Er will dich führen und er will dich leiten zu den richtigen Dingen, dass du die wichtigsten Dinge deines Lebens um Gottes Willen nicht verpasst und alles andere ihm auch unterordnest. Denn ohne ihn ist alles nichts. Gott will dir diese Freiheit schenken. Nicht, dass er dir allen Besitz nehmen will gleich. Aber er will, dass du diesen Besitz, dass das, was dir wichtig ist, erst an zweiter Stelle kommt und du deine Kraft, deine Möglichkeiten aus seiner Kraft, aus seinen Möglichkeiten schöpfst, damit du frei wirst zum Leben. Von den Benediktinern stammt der bekannte Satz Ora et Labora, bete und arbeite. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Es gibt viel zu tun, nicht packen wir es an, sondern schau mal, was der Herr aus deinen bescheidenen Kräften machen will. Denn bist du lahm, kannst du von alleine nicht ausschreiten. Aber Gott kann dir Beine geben, die schneller sind als jeder Schnellläufer, der jetzt die 100 Meter gewonnen hat oder den Marathon gewonnen hat. Er will dir sehende Augen schenken, der du blind bist, für seine Wirklichkeit, für seine Möglichkeiten und auch für die Bedürftigkeiten des anderen Menschen. Und mit diesen sehenden Augen kannst du seinen Willen erfüllen. Blinde sehen, Lahmen gehen. Und den Armen, denen wird das Evangelium gepredigt. Darum, es gibt keine Zeit zu verpassen. Die kleinen Dinge stehen zu lassen, um die großen zu entdecken. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Und ich will dies jetzt gleich tun, auch mit einem Lied. Ein zugegeben sehr altes Lied. In einer Gemeinde hatte ich mal dieses Lied vorgeschlagen und dann hatte man mir gesagt, wir haben gerade noch eine etwas über 80-jährige Frau gefunden, die es kann. Aber ich habe in toller Zuversicht, dass es heute anders geht. Ich werde es gleich zusammen mit meiner Frau vorsingen. Und ihr könnt mal wieder hinter der Maske mitsingen, wenn ihr möchtet. Und wer möchte, kann sich natürlich auch nach vorne stellen und ohne Maske singen, ist alles ganz klar. Es ist von einem Pater namens Fleury getextet. Dieser Pater Fleury, Alfred Fleury, hat das in den 50er Jahren getextet. Er war ein Pater, der wirklich für seine Zeit Neuartiges entdeckt hat.
Er lebt in der Schweiz, hat sich um die Drogensüchtigen gekümmert. Und die konnten jetzt nicht die alten Choräle singen, sondern er sagte, da texte und komponiere ich eigene kleine Lieder für. Und wie das damals so war, dazu braucht man nur 3 Akkorde. Und man kann sie leicht mitsingen. Die wichtigen Dinge des Lebens zu entdecken und die kleinen zu lassen. Jetzt ist es zu laut, oder? Es gibt ein Wort und das ist für dich das Leben. Es gibt ein Licht, das die Sonne überstrahlt. Das ist ein Ziel, welches Gott für dich gegeben. Wenn er dich ruft, musst du gehen, vielleicht schon bald. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Einmal ist es auch für dich so Wahrheit. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Einmal ist es auch für dich so Wahrheit, so weit. Ein jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Und doch vergisst man die Liebe und das Ziel. Und wenn die Nacht kommt, dann brennt für dich ein Feuer. Der Gnade Licht, das den Weg dir zeigen will. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Gott, dann ist es auch für dich so Wahrheit. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Einmal ist es auch für dich so weit, so weit. Du gehst dahin auf des Lebens dunklen Straßen. Du suchst das Glück, doch es eilt dir stets davon. Willst du nicht endlich des Herrn Hand erfassen? Er führt durchs Leben dich hin zu seinem Thron. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Einmal ist es auch für dich so Wahrheit. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Einmal ist es auch für dich so weit, so weit.